Von Kurt Nowa hören Sie nun 100 Jahre Weihenstephan, Schule des Brauhandwerks. Weihenstephan, das ist in Deutschland die Bierbrauerei mit der ältesten Tradition. Das ist zugleich aber auch Deutschlands bekannteste Ausbildungsstätte für Brauereifachleute. Weihenstephaner zu sein, gilt in der gesamten Branche als etwas Besonderes. Und so findet man Weihenstephaner denn auch als Brauereibesitzer, Direktoren, Brauereiingenieure und Diplom-Braumeister in den meisten Ländern Europas, in Kanada, in den USA, in Mexiko, in Mittel- und Südamerika, in Afrika und in Asien. Diese weltweite Ausstrahlung will dem Besucher von Weihenstephan jedoch zunächst gar nicht so recht ins Bild passen. Denn Brauerei und Schule in flacher Landschaft unweit der Stadt Freising auf einem großen Hügel angesiedelt, lassen eher klösterliche Abgeschiedenheit und Stille vermuten. Tatsächlich entspricht denn auch, wie der Besucher bald herausfindet, die Wirklichkeit in mancher Hinsicht dieser ersten Vermutung. Weihenstephan war ursprünglich ein Kloster. Und wenn man die Weihenstephaner mit anderen Studierenden in der Bundesrepublik vergleicht, dann sind die Nachwuchsbierbrauer geradezu Klosterbrüder mit strengen Ordensregeln. Kaum jemand wagt es hier einmal eine Vorlesung zu schwänzen. Und wer gar ein Semester verbummelt, der gilt bei seinen Kommilitonen bereits als schwarzes Schaf. Weihenstephan führt seinen Ursprung auf eine dem heiligen Stephan geweihte Kapelle zurück. Man vermutet, dass diese Kapelle schon in den ersten Anfängen der Christianisierung Bayerns errichtet wurde, also vor gut und gerne 1200 Jahren. Später wuchs Weihenstephan zu einem bedeutenden Benediktinerkloster heran. Und im 11. Jahrhundert geschah dann das, was für unsere Geschichte von besonderem Interesse ist. Dem Kloster Weihenstephan wurde das Braurecht verliehen. Seither wird dort Bier gebraut. Seinerzeit galt das Bierbrauen als eine geheimnisvolle Kunst, die auf altüberlieferten Traditionen und Rezepten beruhte. Niemand vermag heute noch zu sagen, wie vor etwa 800 Jahren der Weihenstephaner Klosterbräu beschaffen war und wie er gemundet hat. Die wechselvolle Geschichte des Klosters von seinen Anfängen bis zur Säkularisation im Jahre 1803 ist angefüllt mit wiederholten Zerstörungen durch Feuer, Brandschatzungen, Plünderungen. Wichtige Urkunden und wichtige Rezepte gingen verloren. Keiner der vielen Schicksalsschläge vermochte jedoch den Begriff Weihenstephan oder gar den Begriff Brauerei Weihenstephan auszulöschen. Und so ist heute die bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan das traditionsreichste Unternehmen der Branche. Historische Überblicke sind ja wohl jedem vernünftigen Hörer ein Gräuel. Trotzdem wollen wir unerschrocken die Historie anpacken. Und da beginnen wir am besten gleich mit dem Jahre 3000 vor Christus. Die ersten Urkunden über die Bierbereitung stammen aus Babylonien. Und sie beweisen uns, dass man dort vor annähernd 5000 Jahren schon 4 verschiedene Bierarten kannte. Das älteste Verfahren soll nach Meinung der Forscher so ausgesehen haben, dass Brot eingeweicht wurde, welches man der wilden Gärung überließ. Später nahm man für die Bierherstellung gekeimtes Getreide. Ein kühner Sprung durch die Jahrhunderte führt uns zu den alten Germanen, von denen der Volksmund behauptet, sie lagen am Ufer des Rheins und tranken immer noch eins. Ihr obergäriges Bier wird als pappig, süßlich und vor allem leicht verderblich geschildert, womit wir zugleich eine Erklärung dafür erhalten, warum es so schnell weggetrunken werden musste. Soweit die Vorgeschichte. Bier in seiner heutigen Beschaffenheit und annähernd nach unserem Geschmack gibt es erst seit der Verwendung von Hopfen als Biergewürz und Konservierungsmittel. Wer nun aber zum ersten Mal ein Bier mit Hopfen zubereitet hat, wissen wir leider nicht. Wir haben es da, wie in jeder guten Geschichte, mit einem großen Unbekannten zu tun. Bekannt ist hingegen, dass von allen Überlieferungen, die den Hopfen erwähnen, die älteste auf das Jahr 768 unserer Zeitrechnung zurückgeht. Und wie es der Zufall will, es wird da ein Hopfengarten in der Nähe von Freising erwähnt. Von Freising nach Weihenstephan geht man zu Fuß bequem in einer Viertelstunde. Was uns an der Sache nur stutzig macht, ist die Tatsache, dass seinerzeit in Weihenstephan ja noch gar kein Bier gebraut wurde. Aber Gemach, es gab damals ein Kloster Freising. Und da mit Sicherheit anzunehmen ist, dass in diesem Kloster Hopfen verbraut wurde, kann man mit ebensolcher Sicherheit das Kloster Freising als Ursprungsort unseres heutigen Bieres mit Hopfenzusatz ansehen. Und nun kommt das letzte Glied der Kette.
Die Brau- und Schankrechte der Freisinger wurden später dem Kloster Weihenstephan übertragen. Über die Künste der Bierbrauer haben die Menschen des Mittelalters manch böse Geschichte in Umlauf gebracht. Ob diese Erzählungen auf Wahrheit beruhten oder lediglich zu den derben Witzen jener Zeit zu rechnen sind, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Auf jeden Fall setzte im Jahre 1516 eine kurbayerische Staatsverordnung allen Vermutungen und Späßen ein Ende. Es wurde das sogenannte Reinheitsgebot erlassen, wonach Bier nur aus Gerste, Hopfen und Wasser ohne sonstige Zusätze gebraut werden durfte. Als entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte von Weihenstephan dürfen wir die Säkularisation im Jahre 1803 ansehen. Die staatliche Verwaltung, in die das Kloster überging, bewirkte naturgemäß eine völlige Umstrukturierung. Unter anderem nahm damals auch allmählich der Gedanke Gestalt an, dem als landwirtschaftlichen Betrieb arbeitenden Staatsgut eine Schule anzugliedern. Die Idee selbst stammte zwar nicht von den weltlichen Herren, sondern von den Klosterbrüdern. Sie hatten sogar die Eröffnung einer landwirtschaftlichen Zentralschule in bescheidenem Umfang schon vorbereitet. Und sie dachten auch daran, ihren Zöglingen die Kunst des Bierbrauens zu vermitteln. Jedoch erst der neue Besitzer von Weihenstephan, der bayerische Staat nämlich, vermochte 1805 den Plan in die Tat umzusetzen. Allerdings war die neue Errungenschaft nicht von langer Dauer. In den napoleonischen Kriegen musste die Schule ihre Pforten wieder schließen. 1822 erfolgte die provisorische Wiedereröffnung, nur leider an einem anderen Ort. Und man schrieb schließlich das Jahr 1852, als die Schule nach Weihenstephan zurückverlegt wurde. Der Unterricht muss seinerzeit schon recht hart gewesen sein, denn der Lehrplan umfasste allgemeine Chemie, Agrikulturchemie, chemische und technische Laboranalysen, Technik und Technologie der Brauerei, der Brennerei und der Molkerei. Dass damit die jungen Menschen überfordert wurden, war bald kein Geheimnis mehr. Man entschloss sich also zu getrennten Ausbildungswegen für Landwirte und Brauer. Das neue Unterrichtsprinzip wurde erstmalig 1865 verwirklicht. Und damit schlug gleichsam die Geburtsstunde der heutigen Fakultät für Brauwesen. Was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist, bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts existierte neben der Staatsbrauerei auch eine Versuchsbrauerei. Und gerade diese Einrichtung bot in einem besonderen Maße die Gewähr für einen praxisnahen Unterricht. Für die Aufnahme in den Brauerkurs, der zunächst nur ein Semester dauerte, machte man eine gute Schulbildung, zweijährige praktische Lehrzeit in einer Brauerei und schließlich noch die Vollendung des 18. Lebensjahres zur Bedingung. Erfolgreiche Absolventen erhielten ein Braumeisterdiplom. Logischerweise lag es auch bei dieser Ausbildung in der Natur der Sache, dass sich mit den Jahren das Lehrpensum vergrößerte und die Spezialisierung immer differenzierter wurde. Im Zuge dieser Entwicklung setzte man 1874 bereits die Dauer des Studiums auf 2 Semester fest. Physik und Mathematik kamen hinzu. Gerstenkunde und Hopfenkunde erfuhren eine Intensivierung. Mit der zunehmenden Mechanisierung im Brauwesen wurden die Lehrfächer Mechanik, Maschinen- und Apparatebau notwendig. Schließlich erwartete man von den Braumeistern auch fundiertes kaufmännisches Wissen, also musste die Fachschule ihnen Vorlesungen und Übungen in der Buchführung, in den Handelswissenschaften, im Biersteuerrecht und in der Volkswirtschaftslehre bieten. Eine derart umfassende Ausbildung geht nun allerdings, selbst bei den gründlichen Deutschen, weit über den Rahmen einer Institution hinaus, die sich lediglich Fachschule nennen darf. Dieser Erkenntnis folgend erhob man Weihenstephan im Jahre 1895 in den Rang einer Akademie. Zugleich setzte sich die Erkenntnis durch, dass man gut daran tat, für Brauereifachschüler nicht nur eine einzige Leiter des Erfolges bereitzuhalten. Die Brauerpraxis bot eine mittlere und eine gehobene Laufbahn. Dementsprechend war es nur recht und billig, wenn Weihenstephan nunmehr auch Fachleute mit verschiedenen Qualifikationen heranbildete. Die unterschiedlichen Ausbildungsziele machten selbstverständlich getrennte Studienwege erforderlich. Für den Braumeister erachtete man zunächst auch weiterhin 2 Semester Studium als ausreichend. Für die gehobene Laufbahn setzte man jedoch ein Studium von 4 Semestern an. Das waren, wie gesagt, die Bestimmungen aus dem Jahre 1895, in welchem Weihenstephan in den Rang einer Akademie erhoben wurde. In der Folgezeit erwies sich mehrmals, dass die Studienzeit zu knapp bemessen war. Und dann setzte man jeweils die Mindestzahl der Studiensemester höher an.
Die Sorgfalt der Ausbildung, die in Weihenstephan praktiziert wurde, führte schließlich im Jahre 1920 einen lang ersehnten Ehrentag für die gesamte Institution herbei. Weihenstephan erhielt Hochschulrang und in Verbindung damit auch das Promotionsrecht. Heute lautet die offizielle Bezeichnung der Ausbildungsstätte Technische Hochschule München, Fakultät für Brauwesen. Aber München ist verhältnismäßig weit weg und die verpflichtende Tradition von Weihenstephan ist greifbar nah. Als bedeutsamsten Vorteil, der aus dieser Tatsache resultiert, darf man wohl die im Zeitalter der Lehrerknappheit geradezu sensationelle Relation von Lehrer- und Schülerzahlen ansehen. In Weihenstephan rechnet man heute, dass ungefähr 30 Studenten auf einen Professor kommen. In konkreten Zahlen ausgedrückt heißt das, die Ausbildung von etwa 300 Studenten liegt in den Händen von 8 ordentlichen Professoren, einem außerordentlichen Professor und 2 Hochschuldozenten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass an einer derart kleinen Hochschule der Unterrichtsplan straff organisiert ist. Die Studierenden, die nach Weihenstephan kommen, werden unverzüglich über ihren genauen Lehrplan informiert. Sie wissen dann, welche Fächer sie zu belegen haben. Und es passiert ihnen nicht, dass sie erst einmal, wie es an vielen deutschen Hochschulen und Universitäten zu beobachten ist, 1 bis 2 Semester mit einem mehr oder weniger angenehmen Einleben vertun. Nach wie vor bietet Weihenstephan immer noch 2 Studiengänge. In einer 4-semestrigen Ausbildung kann man sich zum Diplom-Braumeister ausbilden lassen. An Voraussetzungen für diesen Studienweg werden die mittlere Reife und eine 3-jährige Praxis in einer Brauerei gefordert. Den Absolventen des 4-semestrigen Studienganges stehen später Positionen als Braumeister, Brauführer oder Betriebskontrolleure offen. Bei den Absolventen des 8-semestrigen Studiums verlangt man als Voraussetzungen das Abitur und außerdem noch ein 1-jähriges Praktikum in einer Brauerei. Das Studium wird mit dem akademischen Grad eines Diplom-Ingenieurs abgeschlossen. Sofern die Studierenden promovieren, werden sie entweder Dr. Inc. oder Dr. Reanat, je nachdem, ob ihre Dissertation einen vorwiegend technischen oder einen vorwiegend naturwissenschaftlichen Gehalt hat. Die Absolventen der 8-semestrigen Studienlehrgänge gehen vorwiegend als Direktionsassistenten, Betriebsingenieure und technische Direktoren in die Praxis. Sie übernehmen Führungs- und Beratungsaufgaben. Einem Teil dieser jungen Leute bietet jedoch auch Weihenstephan selbst ein interessantes Betätigungsfeld. Denn Weihenstephan ist nicht nur Brauerei und nicht nur Ausbildungsstätte, sondern auch eine bedeutende Forschungsanstalt für das Brauereigewerbe. In enger Zusammenarbeit mit Brauereien in aller Welt werden neue und rationellere Arbeitsmethoden für die Praxis entwickelt. Ein wichtiges Problem, an dem sich zurzeit die Gemüter erhitzen, ist zum Beispiel die Frage, ob der westdeutsche Markt bereits reif ist für eine Umrüstung der Bierflaschen vom Bügelverschluss auf den Kronenverschluss. Die Verbraucher sind nämlich an den Bügelverschluss gewöhnt, der ihnen jederzeit wieder ermöglicht, eine angebrochene Flasche luftdicht zu verschließen. Die Industrie hingegen möchte Kronenverschlüsse einführen, weil sich damit die automatische Bierabfüllung wesentlich vereinfachen lässt. Aber auch das Bier selbst wirft eine ganze Reihe Probleme auf. Wie kann man seine Haltbarkeit verbessern? Wie kann eine Brauerei Biere stets gleichbleibender Qualität und mit stets gleichbleibendem Geschmack auf den Markt bringen? Und zwar auch dann, wenn ein Werk in Norddeutschland, ein anderes in Süddeutschland und ein drittes vielleicht in Italien arbeitet. Antworten bieten sich da nicht so leicht an, denn praktisch an jedem Ort gibt es anderes Wasser. Hier ist es kalkhaltig, dort ist es kalkarm, hier ist es jodhaltig, dort wiederum nicht. Für die Biertrinker in aller Welt aber ist das Beste gerade gut genug. Für sie sorgen allerdings nicht nur die Weihenstephaner. Insgesamt gibt es 3 technische Hochschulen mit Fakultäten für Brauereiwesen, nämlich Weihenstephan, Berlin und Nancy. Weihenstephan jedoch ist die Institution mit dem zweifellos umfassendsten Arbeitsprogramm. Vom Transkriptionsdienst der Deutschen Welle Köln hörten Sie ein Programm unter dem Titel 100 Jahre Weihenstephan, Schule des Brauhandwerks. Das Manuskript schrieb Kurt Nova. Beim Rosenwirt am Grabentor des Abends um 5:30 den Hammer schwingt der Wirt empor und schlägt den Zapfen ex.
das schlurrt und glurrt aus feuchter Nacht vom Spundloch in die Kahn. Ei, seht, wie Sandlitz jedem lacht, jedwedem Zechersmann. Bierlein drin, Bierlein drin, Bierlein drin, Bierlein drin. Was nützen mir die Kreuzerlein, wenn ich gestorben bin? Beim Rosenwirt im Stüberl drin, da sitzt ein junges Blut. Die schmucke, schlanke Kellnerin war ihm noch gestern gut. Doch heute ist sie durchgebrannt, fahr wohl, du falsche Hex. Der Bursch kehrt sein Gesicht zur Wand und summt um halber sechs. Bierlein drin, was nützen mir die Kreuzerlein, wenn ich gestorben bin? Beim Rosenwirt am Grabentor, da blüht ein Feingewächs. Das heben wir im Glas empor, schon abends um halb sechs. Wir heben es gar emsig hoch, wir leeren's auf den Grund. Um Mitternacht, da klingt es noch, schallt noch von Mund zu Mund. Bierlein drin, Bierlein drin, Bierlein drin, Bierlein drin. Was nützen mir die Kreuz?